sind wir wieder. B01. Wir sind jetzt auf der grünen Seite. Also nicht die Partei die Grünen, sondern in der Streckenvariante grün. Was bedeutet, dass der Schwierigkeitsgrad ein bisschen nach oben geht. Sprich, da kommen ein paar kompliziertere Strecken, auch ein paar längere Strecken. Das sind schon statt 20 Sekunden oder 30 Sekunden, brauchen wir schon 41. Unglaublich schwer. Und lass mich einfach überraschen. Was haben wir hier so Schönes? Das sieht schon mal richtig cool aus. Auf dem Streckendesign, ja, da kann man einige schöne Strecken machen. Auf jeden Fall. So, was haben wir hier? Riesensprung. Nett, wenn es so schnell ist, entgegen die Pipeline da. Wo kann man rein dürfen? Okay. Ist ja nicht so spannend. Okay, was ist das hier? Einfach so quer da rein. Ist ja langweilig. Der war nett. Okay. Ganz nette Strecke. So, damit wiederholen wir natürlich mal. Das ist ja klar. Und schnappen uns die Goldmedaille. Zumindest wie sie haben. Ja. Auch nicht zu schnell, sonst hängen wir ja gegen die Pipeline. Jetzt bin ich aber hier ein bisschen am Rad, jetzt bin ich ein bisschen sehr schnell. Oder? Oh, ein bisschen schneller sind wir schon. Oh, ein bisschen schneller werden wir auch. Ist relativ gut. Da ist auch die Goldmedaille. Und es gibt noch eine Medaille, wie ich sehe. Es gibt noch eine Medaille. Das ist genau dasselbe wie auch mit den Dingens hier. Wie heißt es? Mit Trackmania Sunrise. Michael Schumacher, ja. Oh Mann. Mal kurz gucken, ich glaube nämlich, wir können jetzt eine Rangliste nochmal machen. Falls nicht, dann machen wir kurz hier noch die Probe. Dann machen wir nämlich jetzt nochmal eine offizielle Strecke. Das war die erste. Warum? Damit wir sie haben. Jo, wunderbar. Dann machen wir jetzt so ein bisschen so parallel so ein bisschen was, so ein bisschen ranglistentechnisch. Und noch so ein bisschen grün weiter. Erstmal gucken, wie ich jetzt hier am besten lüfte. Müssen wir so da rein. Ja. Brauche ich ja, obwohl, weiß ich jetzt nicht, ob ich noch unbedingt brauche, teste ich ein bisschen gleich nochmal. Und hier muss ich hier driften, ich meine, wenn ich hier so von hier aus komme, doch, ist besser. Aber da geht immer auch viel Zeit verloren. Ich schaffe das hier in 24 Sekunden. Noch nicht offiziell. Minute warten, das heißt noch zweimal testen können wir. Finde ich auch doof, dass man, wenn ich nochmal Training machen will, dass ich eine Minute warten muss. Ich meine, es hat einen späten, ich hab jetzt, ich bin zu viel. Es ist ja auf den späten Strecken nicht so schlimm. Weil auf den späten, ja, wunderbar. Auf den späten Strecken, da fährt man eben so 2-Minuten Strecke oder so. Aber hier ist es ein bisschen doof. Ja. Wenn man wiederholen geht, hat der gerade Scheiße gebaut. Was hat mein Nebel hier? Heute habe ich keinen Bock mehr auf den Streckeneditor. Heute, was machen wir heute? Heute gucken wir einfach mal so ein bisschen durch rum. Muss ich eigentlich driften? Vom Gas untergehen? Komme ich hier besser um die Ecke? Ja, aber nicht. Ich werde schon wissen, wir machen es einfach mal. Ich kann was auch schon schief gehen, guck mal da. 8 Zehntel ist schneller gewesen. Cool, oder? So, einfach mal offiziell machen und dann schauen, wie es wird. Ich weiß, hier gibt es auch keinen Aufstand. Ich strecke es ab, Puppel einfach, aber man kann da so viele Fehler drauf machen, das ist übel. So, hier tun wir nicht dürften. Hier gehen wir einfach mal zum Gas. Aber hier tun wir dürften. Dann mal versuchen, hier es nicht zu tun.
kurz nochmal die Goldmedaille geholt, das heißt, wir haben ja 30 Planets gewonnen. Wozu sind die Planets eigentlich? Und 42 Skillpoints. 3000 Plätze nach oben, Alter, ich bin... Das ist hart. Wie viele machen das hier denn? Ja, danke fürs Klatschen. Cool, wir haben fast 1000 Plätze in der Rheinland übersprungen. Nicht schlecht. Ja, machen wir mal auf die Grün die nächste Strecke. Dann müssen wir wieder 5 Minuten warten. Das bedeutet, wir können gleich nochmal eine offizielle Strecke machen. Da kommen wir auch so ein bisschen rein darin. Und wozu sind die Planets? Muss ich auch mal wissen. Ob das so eine Währung ist wie damals bei Sunrise mit den Coppers, die man verdient hat, wenn man Goldmedaillen geholt hat, damit man mehr Streckenelemente bauen kann. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen, ich werde mich darüber vielleicht mal schlau machen. Soll ich da rein? Ja. Bauteile schon sehen, dass man hier aus dieser Strecke gemacht wurde. Da kann man so viel draus machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt schlau war oder nicht. Aufs Dach! Und übers Ziel hinaus. Scheiße. So. Das war jetzt ein bisschen schwer. Nun ja. Dong. Mein Auto machen würde. So. Ich könnte mich nicht verzeihen dafür. Scheiße. Ja. Und so weiter. Ich glaube, so ist es ein bisschen schneller, ne? Aber das bedenken wir auch ein bisschen Speed weniger da. Fast wieder angeknackst. Na gut, wir haben ja ein bisschen Zeit verloren auch. Machen wir mal wieder auf einen auf Silberjagd und dann einen auf Goldjagd. Schon wieder schnell gegen gedonnert. Ja. Ich glaube, wir fast schon 2 Sekunden schneller gewesen. Aber es hat ja auch gerade eine gute Zeit bekommen. Auf fast 4 Sekunden. Das ist gleich schon wieder. Das müsste passen. Wunderbar. Das sieht gut aus. 5 Sekunden, das sieht sehr gut aus. Wunderbar. Da habt ihr die Goldmedaille. Mal gucken. Das sieht so aus, als ob es hier noch eine vierte Medaille geben würde. Also noch eine. Ist das mal eine unbestimmte Zeit noch schneller als Gold? Keine Ahnung. So, ich glaube, die schaffen wir noch, dann können wir noch eine offizielle machen. Und dann machen wir auch so weiter jetzt. Hier so ein paar hiervon, dann ein paar offizielle machen. Das läuft, das ist schön. Da kommt ein bisschen Abwechslung rein, dass man sich ein bisschen anstrengen soll. Hier kann man so ein bisschen Spaß anlegen, weil ich die Maps noch nicht kenne. Ich bin, wie gesagt, immer noch relativ interessiert, was man eigentlich mit den Planets macht. Ach, da sollte ich gar nicht rein. Ach, ich sollte da... Ach. Es sah so aus, als ob ich da hoch, dass da rum sollte, aber ich sollte da hoch. Okay. Ja. Ich bin sehr konzentriert. So, jetzt machen wir das erstmal richtig hier. Das kenne ich doch nicht mit der Sunrise. Man muss hier Folgendes machen. Epa. Ja, mit dem Ford Crash habe ich sowas nicht. Alter. Oh, ganz hoch. Ja, was, der hat doch funktioniert. Boah! Und dann auch voll dagegen geditscht. Hat trotzdem gereicht für die Goldmedaille. Moment mal, will ich nochmal machen. Also schnell habe ich mich jetzt nicht gesehen. Oh, wir können offiziell machen, wenn wir wollen. Das heißt, man kann offiziell machen, wenn man Gold hat. Das ist aber interessant. Das ist interessant. Mir neu. Das finde ich auch ein bisschen unfair, wenn ich ehrlich bin. Ja, Blödsinn. Alles klar, ich geb's zu. Ich hatte Glück gehabt. So, offiziell. Machen wir den offiziell? Ja, warum nicht? So, noch einmal ein Dreh.
Training. Es war an sich total übel, es war nur ein Sprung. Mehr war das ja nicht, ich musste noch den richtig gucken, wie es war. Und es gibt noch eine vierte Medaille, das sieht man an sich auch schon. Nur die ist halt nicht draufgelegt, also steht nicht drauf, was man, was für eine Zeit man haben muss, wie zu erreichen. Das ist halt die Medaille. Ja, mal schauen, wie müssen wir es machen? Wir springen. Also Bremse. Aha. Also kurz auf die Bremse drücken. Was zum? Das ist ja die Medaille, die mir gefehlt hat. Interessant, das ist keine Goldmedaille. Was ist denn das dann? Ich sag einfach, das ist die Trackmania-Medaille. Wie soll ich sie nennen? Die richtige Goldmedaille? Die gefälschte Goldmedaille? Ich weiß es auch nicht. So, offizielles Rennen. Aber kann es gerade sein, dass ich gerade das gefahren bin, was auf offizielle Zeit als Maximum war? Ich bin ungefähr 17 Sekunden gefahren, das weiß ich. Und ich hab Glitchen. Das wäre dumm, wenn ich am Glitchen wäre. So, was bremsen? Ich bin sogar noch schneller als vorhin. Ja, Halleluja, ich bin schneller als die anderen alle. Kann doch gar nicht sein. 106 Skill Points. 1756, bin ich gerade. Kann ja nicht sein. Ah, ich wollte schon sagen, 56, weil es sah gerade so aus, ob die 59 hätten. Das wäre übel gewesen. Ah, guck mal an, da, das ist. Ah. Okay, also es gibt 4 Medaillen. Okay. Dann wissen wir jetzt auch schon mal. Also wir haben jetzt auch 106 Skill Points. Oh, das ist schon. Ist schon cool. Was hat denn hier der Beste der Welt? 1726. Ach du Kacke, wie fährt denn der da? Ich meine, ich bin ja schon relativ fehlerfrei gefahren, außer dass ich ein paar Mal so ja, links, rechts gefahren bin. Und dann, boah, das ist hart. Aber da kann man sehen, wie es in 10 Sekunden geht. Das ist interessant. Dann machen wir die nächste Strecke. Moment mal, was denn eigentlich? Obwohl, nee. Obwohl, oder doch? Nein, komm. Ich lasse mich überraschen, ich ups. Wir gucken mal, was diese Planets eigentlich sind. Es kann ja vielleicht auch sein, dass die Planets selber, entweder ist es die Währung für die Streckeneditor, dass man da für bestimmte Streckenabschnitte Planets bezahlen muss. Das könnte sein, das war in Trackmania Sunrise so. Und außer, dass es hier auch inoffiziell ist und damals konnte man noch das Wort, wenn man die normalen hatte. Aber ein gutes Spiel ist eh. Das mache ich gleich. Ich muss einfach gerade ausfahren. Ich dachte, da wäre mir aus dem Weg. Das Spiel ist ja sowieso online-pflichtig, also ist es gar nicht so schlimm, dass man das so besetzt. Wow. Wow, das ist ja interessant hier. Ich bin ein bisschen näher an dem PC, das sieht sehr krank aus. Jawohl, das muss ich ein bisschen anders machen. Aber in diesem Tunnel, da kann man einiges draus machen. Das ist nämlich ein bisschen am Monaco, die Formel 1 Strecke gerade. Dass man so rausgucken konnte. So, ach du Scheiße. Wenn man da runterfallen würde. Oh. Das war Fail. So, ich habe ohnehin ein paar Fails gemacht, so finde ich sehr schön. So, was war es nochmal? Hier um die Ecke, genau. Und hier, oh Gott. Ah! Schlecht. Nee, keine Ahnung, wie ich das machen soll. Schauen wir mal, was haben wir jetzt drauf? Fahren wir mal so, fliegen ein bisschen hoch, fliegen noch ein bisschen weiter. Hier müssen wir aufpassen, das ist nämlich nicht gerade sehr stabil. Obwohl, das könnte Beton sein, aber naja, mal sehen. Oh. So, dann mal hier drauf, ausnahmsweise. Warten schon im Ziel. Trotzdem nur 2 Medaillen. Gold lässt zu wünschen übrig. Ach, warte mal, Moment mal. Mir ist gerade was aufgefallen. Kann das echt sein? Es kam mir gerade so vor, als ob, wenn man dann die Ranglisten spielt, dass es eine andere Wertetabelle gibt oder eine andere Rangliste, als wenn man noch normal hier spielt. Kann es sein? Moment, muss ich mal nachprüfen. Können wir das so gleich machen? Scheiße. Okay, dann mal 2 schneller. Wir beenden mal den Part und machen gleich weiter, Leute.